Leute, soll ich euch was erzählen? Okay, jetzt kurze Story aus meiner Kindheit. Passt mal auf, ich hatte einen Kollegen, der hieß Lars, ja? Dickchen, das kannst du auch von mir als eigenes Video jetzt hier machen, ja? Pass auf, Leute, es wird so episch, machst du deine Nebelmaschine an, so. Und im Hintergrund läuft noch mal ein bisschen fucking TJ Beastboy. Warte mal, pass auf. Ich mache jetzt mal ganz was Folgendes, weil das ist mir jetzt wichtig, das geht mir jetzt ans Herz, ja? Ich würde gerne mal Selfmade hören. Der Track geht mir sehr gut rein, wegen dem Beat. Pass auf. Folgendes ist passiert damals. Ich hatte einen Kollegen, der hieß Lars. Und Lars, ich weiß nicht, ob ihr alle, habt ihr alle so einen im Freundeskreis, der der war immer so der Typ Jugendfeuerwehr, Autobastler und THW. Wisst ihr, was ich meine? Der war bei allem Scheiß am Start. So, ihr kennt diese Leute alle. Jeder hat so einen Kollegen, der ist so ein Handwerker. Wenn man so ein Problem hat, der sägt einen Baum durch oder sowas. Der ist so ein richtiger Macher, so ein richtiger Mann einfach. Weißt du, was ich meine? So und einer war Lars, so der alles konnte. Bei dir ist es Oliver. Ja, siehst du mal, so. Und Lars war krass, weil Lars hatte einen riesigen Garten. Ich hatte auch einen großen Garten mit meinen Eltern, aber Lars hatte den Todesgarten, Leute. Das war wirklich ein Riesending. Und Lars hatte ein Perk in seinem Garten, nämlich ein muttergeficktes Baumhaus, was wirklich oben so auf Stelzen. Ich kann es euch mal ganz kurz aufzeichnen, damit ihr nicht ein falsches Bild davon habt. Das Baumhaus sah ungefähr so aus hier. Einfach so ein paar Stelzen. Und dann war das hier oben draußen. Da war hier die Tür, kleiner Balkon hier. Und dann ging hier so eine schräge Leiter halt hoch. So hier, ne? So, und unten drunter war halt noch was. So. Und unten drunter haben wir dann angefangen, Real Talk, Leute. Unten drunter haben wir dann erstmal angefangen, so ein Loch zu buddeln. So, und das war dann echt relativ tief. Das Loch war so Meter 20. Ihr müsst euch vorstellen. Wie alt waren wir damals? So, keine Ahnung. Zwischen 10 und 13, schätze ich mal. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls haben wir dann dieses Loch da gebuddelt und haben dann immer Sprengtests gemacht, weil wir waren noch so Spastis, so jeder kennt das auch von früher, immer China-Böller von Silvester zusammengebunden, irgendwie Scheiße damit gemacht, immer zusammen. Zwischen, Alter, what the fuck, hört auf mich im Chat zu verarschen, WTF, Mann, ich mache demnächst CH-Emote. Jedenfalls haben wir dann halt dieses Loch gebuddelt und immer da China-Böller drauf geschmissen und das Loch immer so ein bisschen so Sprengmeister gespielt. Kennt ihr alle? China-Böller zusammenbinden, bisschen mit Sprengstoff rumexperimentieren. Man kennt den Hasen. So, irgendwann sind wir aber dann hingegangen, meine Freunde, und haben es aufs Next Level getrieben. Dann haben wir hinten im Garten bei ihm wirklich ein riesiges Loch ausgehoben. Dann hatte er diese Kellergitter, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo... Die Kellerfenster haben ja oben immer so ein Gitter. Davon hat er irgendwie 10 Stück rumfliegen gehabt. Halt Lars, Alter. Der hatte auch 10 Kilo Holz im Garten, Mann. Also, insaner Typ, ja. Diese Kellergitter haben wir dann über dieses Loch gelegt. Das Loch wirklich halt mit Stelzen ausgebaut. Bretter an die Wand. Oben drüber dieses Kellergitter. Und dann tatsächlich obendrauf nochmal so andere Bretter und eine Folie drauf, so. Hinten an der Seite ein Rohr, damit wir gedacht haben, Sauerstoff. So, und dann haben wir Folgendes gemacht. Das Loch war wirklich 1,80 tief, also deutlich tiefer als wir waren, ja. Und wir haben sogar überlegt, eine zweite Etage drunter zu bauen. Ihr müsst wissen, der Boden war sehr, sehr lehmig und sowas. Auf jeden Fall geiles Loch gewesen. So, dann haben wir angefangen. Einer hat sich in das Loch reingesetzt und wir haben, keine Ahnung, was mit uns war, fucking Weltkrieg gespielt einfach. Unser Game hieß Weltkrieg. Was ist mit uns? Jedenfalls haben wir Weltkrieg gespielt, Leute. Und sind hingegangen, einer saß im Loch drin und von oben haben die anderen, wie so Psychopathen, Mann, wie so Geisteskranke, einfach von oben fucking Erdbrocken und Steine und Holz und alles auf das geile Loch draufgeschmissen, Alter. Und ich saß unten in diesem Loch drin und der ganze Scheiß ist an der Seite so runtergerieselt und sowas. Und es war todesgefährlich, weil in so einem scheiß Loch, Leute... So, wenn das eingestürzt wäre, ey, wir wären tot gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall haben wir dann so einen Scheiß immer gemacht. Da musste ich gerade auch bei diesem Video dran denken. Wir hatten noch hinten, jetzt komme ich hier gerade komplett in den Kindheitsgrind, Leute. Insane. Wir hatten noch früher einen Fuchsbau. Das war so ein Schlauch mit einem aufgehäuften Erdhügel halt quasi. Also so ein Schlauch von einem Erdhügel halt einfach. Und da waren halt ein paar Bäume oben drauf und hinten war halt der Fuchsbau, Digga. Und der Fuchsbau... Habe ich auch schon ein paar Videos drüber, glaube ich, gemacht. Fuchsbau war früher mein Leben, Alter. Ich schwöre, wir haben da Hütten gebaut, wir haben da gezeltet, wir haben da Ritter gespielt, wir haben uns auch immer richtig mit Digga, wir waren so richtige behinderte Dorfkinder, wisst ihr? Wir haben uns halt mit Bögen beschossen, als würde es nicht reichen. By the way, einmal passiert, wir haben halt auch an die Pfeile, die wir selber gemacht haben, China-Böller dran und dann auf andere geschossen und sowas. So richtig dumme Sachen halt, wisst ihr, was ich meine?
Jedenfalls haben wir halt uns auch mit Stöcken und sowas gehauen. Und im Fuchsbau sind wir halt dann auch reingekrochen. Und wir haben halt diesen Fuchsbau von innen wirklich ausgehoben und haben gesagt, so, wir bauen jetzt hier eine Höhle rein und wohnen in diesem scheiß Fuchsbau, Alter. So, es war ja so gefährlich, man hätte ja da easy drin verrecken können. Keine Ahnung. Und so einer war halt Lars. Und Lars war immer mit am Start. Wir haben uns auch irgendwie, wenn Orkanböen sind, haben wir uns zu dritt oder vier zusammengebunden. Und Lars, der vom THW, Technisches Hilfswerk, ne, der wusste natürlich alles. Wir haben Lars auch blind vertraut. Ey, wenn Lars gesagt hätte, ihr müsst jetzt, weil der Typ hat gerade einen offenen Bruch, pisst da drauf, das desinfiziert das. Ganz ehrlich, ich hätte es gemacht. Ich habe Lars alles geglaubt. Lars war mein großer Bruder. Inshallah, Lars, ich küsse deine Augen. Lange nichts mehr von dir gehört. Ja, jedenfalls, haben wir uns dann zusammengebunden. Lars war ganz vorne. Lars war auch extrem groß. Lars war wirklich so für seinen Dings. Der war für... Das ist insane. Wisst ihr, ihr müsst mich so vorstellen, ich war so richtiges Dreckskind, so 1,50 Meter, 10 Kilo schwer. Lars war damals schon 1,80 und hat 100 Kilo gewogen, Alter. Insane Maschine. Lars war immer der Stärkste, Mann. Lars war immer der Stärkste, Alter. Ja, keine Ahnung, Alter. Lars war insane. Und Lars hat sich dann vorne hingestellt. Und wir haben uns hinten dran gehangen und er hatte immer so Klettergurte, wisst ihr, was ich meine? Und dann haben wir uns beim wirklich Orkan draus, es war ein richtig krasser Wind, ja, mein Kollege, Digga, wir sind hinten fast weggeflogen, no joke. Dann hat er gesagt, okay, wir kriechen jetzt übers Feld, Digga, und legen uns immer hin auf Zuruf, weil wir haben so Übungen gemacht, was wäre, wenn Krieg wäre, was wäre, wenn jetzt fucking Orkan ist und sowas. Wir haben das scheiß Ganze, das ist auch noch eine Story, die ich mal später erzählen kann, ich habe mal ein komplettes Feld angezündet mit einem Kollegen, mit einer Silvesterrakete. Ja, verschiedene Sachen auf jeden Fall passiert, aber ja, Lars auf jeden Fall, Lars the Gog, Alter, extrem, Lars, du weißt, wie es läuft, Lars auf jeden Fall, extremer Homeboy aus meiner Kindheit, Mann. Extrem geil gewesen. Wir haben wirklich eine richtig gute Dorfkindheit gehabt, Mann. Das war ganz nice. Und ja, lecker. Und keine Ahnung, Digga. Das war halt einfach nice. Es war halt einfach geil. Wenn ich überlege, was wir gemacht haben. Wie gesagt, Lars hat auch alte Kriegsfunkgeräte und sowas. Und dann haben wir oben im Baumhaus gehangen und so. Und hier ist ja nochmal das Baumhaus so aufgezeichnet. Dann haben wir hier eine Seilrutsche gebaut und hingen dann quasi hier so wie so behinderte Kinder dran so. Und haben hier halt so einen Klettergurt drum gehabt und haben uns dann abgeseilt. Hier, das bin ich. Und hier oben steht einfach Lars, der ist ein bisschen breiter. So. Und Lars steht halt hier und hat das festgehalten alles. Also es war eine richtig, richtig geile Kindheit, Mann. Das war wirklich eine extrem nice Kindheit, Digga. In der Legende ist Lars immer noch im Fuchsbau. Ich schwöre, Lars wohnt im Fuchsbau. Was geht? Ja, Lars auch mittlerweile, glaube ich, Lars hatte früher dieses Helfersyndrom. Jeder hat so einen Freund, der Helfersyndrom hat. Dieser eine Typ, der auf der Party immer alles aufräumt, obwohl alle kurz besoffen sind, der fängt an aufzuräumen. Ich schwöre, meine Mutter, selbst mein Vater hat gesagt, ey, wir müssen Lars anrufen, weil wir müssen bei uns im Garten einen Baum fällen. Stellt euch mal vor, das ist ein Universum, ja, eine Realität, in der man ein Kind ruft von 13 Jahren, Digga, weil mein Vater nicht in der Lage ist, einen Baum zu fällen und Lars mit einer Kettensäge umgehen kann. Mit 13, what the fuck, Alter. Digga, und wir als dumme Dorfkinder, ey, Lars hat mir die Lehren des Lebens getalkt. Ich sag so, wie es ist, Mann. Ich sag so, wie es ist, Alter. Also auf jeden Fall extrem funny, was wir alles gemacht haben. Könnte ich, glaube ich, kompletten 40-Stunden-Stream drüber machen, Leute, was bei uns in der Kindheit alles abgegangen ist. So gerade Feuerwerk, Feuer und sowas, da ist so viel Scheiße mit passiert, wirklich. Es ist immer so, es waren so viele dumme Sachen als Kind dabei, wo man hätte so einfach sterben können, Alter. Und das kommt jetzt gerade bei mir so richtig wieder hochgekickt, Digga. Das kommt gerade alles wieder nach oben. So viele Storys, wo ich dachte, fuck, Alter. Wir hätten in diesem Loch verrecken können, wir hätten in den selbstgebauten Häusern verrecken können, ich wäre jetzt mehrfach fast verbrannt, Alter. Digga, also ganz ehrlich, auch eine Story, mein Kollege, mit dem ich jetzt Mucke mache, Micha, ich habe einen Bogen selber gebaut mit Lars, wisst ihr, ihr müsst euch vorstellen, Leute, ja, pass auf, man baut einen Bogen, aber dann macht man den und man sagt so, uff, der ist aber wack, so, das ist so ein richtiger Wackness-Bogen, weil mein Bogen, ich male ihn jetzt mal kurz für euch auf, ich liebe ja grafische Zeichnungen hier so, mein Bogen, so ein Stock gewesen, ja. Und dann war der Faden ungefähr so. Das war mein Bogen. So, das war mein Bogen. So, und dann hat Lars mir gezeigt, wie man einen Stock anfeuchtet. Okay, jetzt kommt's nämlich. Wie man einen Stock anfeuchtet und wie man dann einen Stock quasi richtig formt für einen Bogen, ja? So, das haben wir dann quasi gemacht. Lars hat dann den Stock wirklich so perfekt. Der war genau so geformt, einfach dieser Stock. Und dann haben wir quasi hier, dann halt, warte mal, wir machen es mal ganz kurz so. Dann haben wir hier,
halt hier, wie gesagt, nochmal so halt gespannt. Also, ne? So sah dann quasi halt der Bogen von Lars aus. Der war halt viel, viel besser, viel, viel krasser. Hatte dann hier auch natürlich halt klar, weil Lars den gemacht hat mit mir zusammen, war dann auch hier so ein Ding, wo man das festhalten konnte, mit so Seilen und sowas gemacht und mit so einem Tau. Mega stark, Alter. Und die Pfeile, die ich gemacht habe, das waren halt auch solche Stöckern, ne? Da war vorne gar nichts dran und Lars hat wirklich einen 1A geraden Pfeil gemacht, der so krass war. Also wir haben sogar Pfeilspitzen selber gemacht und sowas, Digga. Das war nice. Und mein Kollege Micha, mit dem ich jetzt die Mucke mache, der hat diesen Bogen genommen. Der hat diesen Bogen genommen und sein kleiner Bruder Marc saß auf einem Baum. So, und dann hat Micha diesen Bogen genommen und gespannt. Und Marc sagt so, nein, leg den Bogen weg. Und Micha halt, behindert wie er ist, spannt diesen Bogen und schießt seinem Bruder wirklich in den Kopf. Und das ist no joke. Und dann war hier, kein Scheiß, über seine Brille ist wie das A von John Lennon das Blut geflossen. Der Bogen war halt nicht krass, der war halt nicht krass scharf, dieser Pfeil. Aber es war ein angespitztes Stück Holz. Also, Digga, das hat schon gesessen. Ja, dann durften wir erstmal nicht mit Bogen spielen, haben uns halt Stöcke angeschärft und uns damit verletzt und alles, Alter. Ey, Leute, ich schwöre, ich hatte so viele Blessuren als Kind hier, überall vom Dornenbusch, weil wir uns gegenseitig mit Dornen geschlagen haben, Digga. Ey, er hat einfach seinen Bruder in den Kopf geschossen. Sein Bruder hätte sterben können. Stell dir mal vor, dass dieser Pfeil, auch wenn er nicht scheiße scharf gewesen ist, also scheiße spitz, ey, der hätte verrecken können. Wisst ihr, was ich meine? Der hätte einfach dead sein können. So, what the fuck, Digga? Ja, Digga. Ohne Lars wäre meine Kindheit nichts gewesen, ihr sagt's. Ja, so viel auf jeden Fall zu meiner Kindheit, Leute. Nächste Story kommt dann im nächsten Stream. Ich hab jetzt wieder richtig Bock, Digga. 200er Headshot, der Junge war genockt. So.